Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Center Station Simulator. So, wir haben schon wieder über 10.000 Euro in der Kasse. Die Stahlplatten laufen jetzt gerade durch und ich möchte mit euch heute die Stahlträger montieren auf dem einen Gestell und ich möchte unbedingt die Zapfsäulen heute noch bauen. Ich habe die Tankdinger hier schon mal vorbereitet. Jetzt bin ich mal gespannt mit den Stahlträgern. Ich habe noch einmal geschaut, wie die ausschauen. Ach Gott, sind die süß. Okay, 100 Stück müssen hier drauf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da wieder ein paar... Soll ich die herschmeißen oder soll ich die... Ja, dass ich euch wieder da zurück... Hey, das dachte ich mir. Dass ich euch wieder zurückschmeiße in die Kugel. Ich würde sagen, ich mache das so, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Ich boller die einfach daher. Naja gut, wenn die so weit wegfliegen, dann ist es natürlich blöd, ne? Ja, wie macht man es am sinnvollsten? Keine Ahnung. Eigentlich wäre es am besten, wenn es aus der Kugel direkt raus verbaut werden könnte. Ich hoffe mal, dass der das dann irgendwann einmal macht. Weil das würde sehr, sehr viel vereinfachen. Von mir aus als Upgrade. Das wäre mir wurscht. Wenn das als Upgrade für die Kugel gehen würde, das wäre mir dann egal. Aber wäre super, wenn man direkt aus der Kugel rausbauen könnte. So. Ich bin mal gespannt. Also es hat geheißen, wenn ich das erste Teil hier und die drei Zapfsäulen habe, dann kommt der erste Kunde. Das probieren wir natürlich auch aus. Das probieren wir natürlich auch aus, ob das wirklich so hinhaut oder ob das schon bei der ersten ist. Das probieren wir halt einfach aus, dass wir es sehen. Ja, ich installiere die erste Zapfsäule und dann warten wir einfach mal ganz kurz, ob ein Auto kommt. Wenn keins kommt, dann ist es klar. Dann müssen wir warten. Oder besser gesagt, die anderen zwei auch noch aufbauen. Warte mal, das geht doch einfacher, oder? Wenn ich das so mache, solange ich die Kugel nicht hochhebe. Ist alles gut? Ja, ich glaube, das geht am einfachsten. Wenn eine Runde fällt, die hebe ich halt dann später auf. So, 67, 68, 68. Das, was mich ein bisschen graus ist, das muss ich ja noch zweimal machen. Man braucht hier wirklich sehr viel Mats. Deswegen werde ich mich auch gar nicht einmal so auf die nächsten Zapfsäulen stürzen, weil das ist ja jetzt dann eh interessant, wie wird das... laufen, werde ich ein Upgrade brauchen beim Ölbohrturm. Ich vermute es mal. Das werden wir dann sehen, ne? Ich denke, dass es das Öl zieht in dem Moment, wo ich eine Zapfsäule fertig habe. Da hast du wieder die Kugel erwischt. So, schmeiß die mal weg. Und wir haben das erste Gestelli-Line fertig. Wunderbar. So, hier geht ja glaube ich nicht rein in die Kugel. Das habe ich nämlich probiert. Aber ich müsste euch schon mal hinhängen können, oder? Ja, wenigstens das. Wir sind noch auf 61%. Also ich denke, wenn wir die erste Zapfsäule hinmachen, dann wird es auch das erste Benzin ziehen. Oder das erste Öl oder wie auch immer. So. Die schauen recht zerknickt aus, die Teile. Naja gut. Also deswegen, ich produziere hier unten gerade die Stahlplatten, weil da brauchen wir welche. Für die Zapfsäulen. Wir brauchen immer 6 Stück pro Zapfsäule. So, Kraftstoffpumpe. So, 6 Stahlplatten, 2. Wir können ja erst einmal alles verbauen, was wir brauchen, ne? Also, was wir da haben.
Silberbarren. Wir brauchen Elite-Karte. Die habe ich schon mal vorbereitet, weil das dauert ja immer Ewigkeiten. Plastik. Weiß jetzt nicht, wie viel Plastik, da habe ich nicht drauf geschaut. Aluminiumbarren. Einfach so oft drehen, bis es nicht mehr geht, ne? Okay. Dann brauchen wir Stromkabel. Und wir brauchen die 6 Stück Stahlplatten. Läuft gerade rein. Das heißt, ich kann mal schnell 6 Stück rausschmeißen. Oder wir schmeißen gleich 12 Stück raus. Wunderbar. Dann können wir sogar zwei Zapfsäulen dann schon machen. 2, 3, 4, 5 und 6. Wunderbar, wir haben Diesel und Premium. Diesel kostet 3,419 € und das Premium kostet 3,63 Euro. Ich habe keinen Plan, wie aktuell die Benzinpreise sind draußen. Wow, das sind gleich 10%, die es da zieht. Wahnsinn. Okay, ich bin sowieso mal gespannt, wie das abläuft mit dem Tanken. Die werden ja wahrscheinlich direkt dann zahlen. Aber wir bauen jetzt erstmal den Ölbohrturm aus, weil sonst bin ich gleich am Limit. Und vor allem später brauchen wir sowieso mehr. Und wir haben ja gerade, ne? Das heißt, wir haben jetzt halt 210. Ich würde sagen, wir bauen mal auf 250 aus. Dann sind wir wieder auf 60. Das ist zumindest etwas, ne? Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare, wie weit ihr das schon ausgebaut habt. Ob ihr das schon auf, keine Ahnung, 10.000 seid. Ich weiß ja nicht, wie weit es geht. So, hallo Zapfsäule, du bist die nächste. So. Wir brauchen 6 mal Aluminiumbarren. Wir brauchen die 6 Stahlplatten. Dann brauchen wir Stromkäbele. Wir brauchen die Elitekarte. Plastik. Und Silberbarren. So schnell geht's. Und schon haben wir die zweite. So, also wenn die schon herfahren, dann müsste man es ja jetzt erzählen, ne? Also die erste Zapfsäule, wenn steht, dann kommen die schon. Also die Aussage, es müssen alle drei stehen, stimmt dann in dem Fall nicht. Also die tanken schon ab der ersten Zapfsäule. Freut mich. Das ist nur die Frage, wie viel tankt ihr denn so? Das sind 8%, ist das jetzt nach oben gegangen, ne? Also ich glaube, dass dadurch dann auch gut Geld läuft. Weil wenn die jetzt halt hier für einen Liter 3,40 zahlen, dann sind es ja schon mal 34 bei 10 Litern. Oh ja, ich glaube, da kommt richtig gut Geld zusammen dann. Na, du kriegst gar nicht genug. Ach so, und die tankt ja jetzt halt gerade Diesel, ne? Das sieht man ja. Obwohl ich ja nur einen so ein Ding hingemacht habe, dann denke ich mir, warum macht er denn das nicht so, dass man zwei herstellen muss? Wäre ja dann sinnvoll, ne? Wenn ich zwei Anschlüsse habe, dann auch zwei solche Schläuche zu machen. Weil auf denen würde das dann auch nicht mehr ankommen. Das sind 6 Rohre und ich glaube zwei Aluminium oder sowas, was man für ein so ein Rohr braucht. Fährt das Ding tatsächlich mit Diesel? Muss nur ein bisschen den Sprit im Auge behalten. Also Sprit bringt anscheinend wirklich viel. Weil wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal bei 100 Euro, die wir reinholen.
kann man die ein bisschen antreiben, dass die schneller gehen? Okay, 9768. Jetzt ist die, Moment, rechne ich jetzt da falsch? Pro Liter 3,40. Sind bei 10 Litern doch 34. Und wenn ich jetzt halt 30 Liter habe, dann bin ich doch eigentlich schon bei einem Huni. Aber so viel kam doch gar nicht rein jetzt. Du tankst das Premium oder was? Oder gibt es da keinen zweiten Schlauch? Keine Ahnung. Macht einfach, wie ihr denkt. Das wird schon passen. Halt, da geht's rein. So, seid ihr jetzt fertig? Wunderbar. Kannst du dich hinstellen? So, dann machen wir nämlich die dritte jetzt auch noch. So, dann kannst du nämlich gleich wieder Hutz hier rein. Hallo, gehst du? So, und dann wisst ihr ja, was wahrscheinlich jetzt hergestellt wird. Also man muss hier wirklich irgendwie einen ganz bestimmten Punkt treffen, dass die Kugel da drauf snappt. Bin ich manchmal hier am E-Triggern ohne Ende. So, elektronische Karte bitte. Dann können die nämlich jetzt durchlaufen. Kugel steht drauf. Wunderbar. Zwei, drei große leere Kugeln haben wir jetzt. Zwei Silber, dann brauchen wir sechsmal Aluminium. Wir brauchen Stromkabel. Die Elite-Karte, dann haben wir schon vier leere Kugeln wieder. Wir brauchen zweimal Plastik und das war's dann. So, dann werden wir nochmal ausbauen. Ich denke, das schiebt es jetzt so einiges an Geld rein. So, 68% und 76, also es sind immer 8%. Dann würde ich sagen, dass ich nochmal ausbaue da hinten. Weil das Geld kriegen wir jetzt halt wirklich schnell rein, ne? Und dann können wir vielleicht Wasser auch nochmal ausbauen. Wir machen jetzt halt hier mal auf 300 insgesamt. So, dann sind wir wieder bei 63. Dann machen wir einmal beim Wasser. Da haben wir gerade mal 300 Liter, ne? Gehen wir auf 350 mal hoch. Ist halt echt ein Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Gehen wir auf 400 hoch. Dann haben wir zwar nur noch 4000, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen besser das Wasser abgepuffert. Was haben wir denn jetzt hier? 1410 Watt. So, wir haben einen Verbrauch von Öl von 190 Liter, 300 haben wir. Und beim Wasser. Okay, also irgendwas stimmt da nicht. Das ist ja in Ordnung. Wir haben halt 1410 Watt elektrische Leistung. Hier sind es 190 Liter Verbrauch von 300 Liter, die wir haben. Aber hier, das heißt ja dann 1070 Liter zu 400. Keine Ahnung. Irgendwie haut das nicht hin. Von der Zahl her. Vielleicht denke ich da jetzt halt auch gerade ein wenig quer, aber keine Ahnung. Oh. Nimm mal die.
möchte ja auch noch die Endloskugeln bauen. Auch fürs Plastik und so weiter. So. Dann, ich bin jetzt halt gerade schon dabei, Eisen ein bisschen herzustellen, dass wir Eisen wieder reinbekommen. So langsam muss ich dann auch hier mit dem Silber wieder loslegen, aber Silber habe ich noch nicht so viel. Da müsste ich eigentlich nochmal Bohrer bauen. Silber ist wirklich wenig. Da gerade mal wieder nur 8 Stück. Wir haben gerade mal 23 Silber, das ist nicht viel. Ich habe zwar nochmal hier Silber hergestellt, aber das kommt nicht nach. Ich sollte nochmal Bohrer bauen, ne? Warte mal, passt hier was drauf? Ja, hier passt was drauf. Immer erst bei der Fertigung voll machen. Halt. So, dann würde ich sagen, machen wir mal einiges an Eisen. Da habe ich auch schon Eisen hergestellt. Ich habe auch hinten bei den Pflanzen weitergemacht. Muss ich dann jetzt eh gleich mal halt. Achso, du bist voll. Da ist schon wieder so eine ungerade Zahl, das triggert mich immer. So, beim Eisen, generell mache ich es immer so, wenn ich dann mehrere Sachen davon herstelle, tue ich dann die kleine Kugel eben rein und fülle die, wenn es geht. Muss ich es jetzt so machen? Aber wie man es macht, ist eigentlich eh wurscht. Total Latte. Dass mal eine Sekunde länger dauert. Wasser habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut, aber ich glaube, da war noch genug drin. Auf jeden Fall habe ich eine Überproduktion gerade an Wasser. Also deswegen möchte ich eben auch noch mal Kühlschränke herstellen. Wie ihr seht, ich habe jetzt die Beete endlich mal fertig gemacht. Weil mich das nämlich auch gestört hat, dass das ganze Zeug hier rumsteht. Die Teile habe ich jetzt, ich habe jetzt mal alles hier verbaut. Und habe dann immer gleich eine Zucht gemacht von allen, jedem Gemüse, also im Grunde jetzt halt von Auberginen und hier von den Karotten. Dass ich immer sofort, wenn ich als ich die ersten angepflanzt hatte, die habe ich dann so gut wie komplett verarbeitet zu Samen. Und jetzt habe ich quasi so viele Samen, dass ich die Beete ohne Probleme jederzeit komplett füllen kann. So, schauen wir mal, wie viel wir reinpacken müssen von den Kisten hier. Das sind, ah ja, noch 3 Stück. Der Rest kann dann in die Maschine zum Dosen befüllen. Wobei ich ja da auch noch die Maschine wegbauen. Achso, ist schon voll. Wobei ich die Maschine auch noch wegbauen will. Wie viel brauche ich denn eigentlich? Ja, okay, die kann ich dann raustun. Insofern mache ich dann doch keine zusätzlichen Beete mehr. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Weil das ist so viel, was ich da herstelle. Uff.
Vor allem, ich kann ja eh nicht alles gleichzeitig machen, ne? So, Korb. Ich komme mir gar nicht dazu, alles zu machen gleichzeitig. Insofern dachte ich mir, es reicht jetzt halt mit diesen 18 Beeten. Dann ist das gut. Und immer wenn ich was brauche, pflanze ich es hier in den Beeten an. Und das werde ich dann auch mit dem ganzen anderen Gemüsezeugs machen. Das, was auch nicht eingedost wird. Da stelle ich dann Regale auf, die mit diesen Körben hier befüllt werden. Mit diesen Holzkistchen. Und wenn das voll ist, mache ich dann das nächste. Und so ist es eigentlich ausreichend. Wir brauchen jetzt noch 3 Kartons, das heißt 93. Okay, also die. Es könnte gerade reichen, dass ich die 3 Kartons hier noch herstelle. Das heißt, ich baue jetzt halt mal nichts an. Von den ganzen Karottensetzlings, Dingsbums da, von den Samen. Na komm. Das sind jetzt dann 162 Samenpäckchen. Und wenn ich dann nicht so viel brauche, dann nehme ich mal halt immer nur so mit, dass ich für 3 Beete die Samen rausnehme. Wenn ich jetzt nur eine Kiste brauche oder so. Und wenn ich dann gleich 3, 4 Kisten brauche, nehme ich mal halt entsprechend mehr mit. So. Jetzt heißt es drücken. Ich hoffe, auch das wird er irgendwann mal ändern, dass man die Taste E halten kann. Weil das funktioniert nicht. Man muss hier triggern. Das kennt ihr ja alle. Euch erzähle ich ja nichts Neues. Aber wenn du hier 162 mal die E-Taste triggerst, da kriegst du langsam einen Krampf dann. Yes. Danke. So. Ihr lauft, dann, wo ist meine, geh doch mal einfacher mit der Kugel. So. Dann passt das. Holz mache ich aktuell nicht. Ihr werdet zu langsam fertig sein. Na ja, gut, sehr langsam. Schauen wir mal, was wir hier noch rauskriegen. Wunderbar. So. Schon fast ein Tausender mehr zuvor hin, ne? Cool. Ist schon das erledigt, was ich heute schaffen wollte. Das ist doch genial. So, wir können mal gucken, ob wir hier ein bisschen auffüllen können, weil dann kann ich das nämlich gleich wieder anbauen. Ich denke mal, eine Kiste reicht und... Okay, 2 Dingsies hier. Jetzt muss ich die bloß mal finden. In diesem ewig großen Wust hier. Aber Schiene nochmal eine, bitte. Da. Da hast du sie doch. Genau, mehr als eine Kiste geht nicht. Wunderbar. Karotten machen wir. Kommt, passt da oben noch was? Nein. Karotten ist einmal. Und
einmal. Karotte. Passt. Pilze 2 und 1. Ich glaube, das müsste. Ein Karton müsste reingehen. Obwohl bei den Champignons würde ich auch sagen, nur einen Karton und eine Kiste. Es fehlt mir, dass man das hier eingeben kann. Dann wäre man so viel schneller. Da. Nee, was willst du jetzt damit? Ja gut. Also noch eine weitere Kiste wäre nicht reingegangen. Wunderbar. Dann Gourgette. Wir füllen das halt jetzt heute mal miteinander auf. Kurkuma war das. Petit. Petit. Die sind jetzt wieder ganz unten oder was hier? Einmal. Und Gourgette, Gourgette. Da fehlt mir das Symbol. Also das wäre schön, wenn er das auch mal macht. Aber gut, was soll er noch alles machen, ne? Wunderbar. So. Mais lasse ich. Erdbeeren. Reis. Nichts mit French Fries zu tun. So, jetzt brauchen wir Petit. Petit, Petit. Wo seid ihr? Hier, Petit und Petit. Wunderbar, so mag ich's. Ist natürlich die Menge, ist ganz klar, dass es dann ein bisschen dauert, bis ich das alles zusammen habe. So, dann wäre das nächste zu machen. Die Aufsteller, dass wir dann hier so langsam mit den anderen Sachen noch mit herkommen. Können wir mal gucken. 90 Grad. Schöner ran ans Regal. Ein Gezitter habe ich. Okay, dann noch zwei von den Teilen. Das wird schon ungefähr passen, hoffe ich. Schopf. Zack. Mal schauen. Weil die Holzteile werden mit Sicherheit nicht gerade dastehen. So, na gut, da brauchen wir einiges an Material, vor allem sehr viele Bretter, ne? Da sind 16 Bretter, 16 Bretter jeweils. Das heißt also, ich brauche 32, 48 Bretter. Die vier Chassis. Und hier brauchen wir nochmal 30 Bretter, okay. Das heißt, ich komme gar nicht drum rum. Ich muss jetzt mal ein bisschen Holz sägen. Kohle muss ich auch schon wieder herstellen, weil das leer ist da oben. Ich habe zwar einiges an Holz, aber noch nicht so viel Holz. Deswegen werde ich mich jetzt dran machen und das hier mal aktualisieren. Und jetzt kann ich mir auch wieder meine großen Kugeln nehmen. Und dann kann ich hier anfangen, das Zeug hier mal reinzulagern. Yes. Weil mit den nächsten 20, die ich dann hier habe, mache ich dann nämlich die nächste große endlose Kugel. Und das werde ich jetzt dann einfach so mal Stück für Stück machen. Gut. Ansonsten würde ich sagen, wir können
beim nächsten Mal, weil ansonsten mache ich nämlich eine Videopause vom Center Station Simulator. Würde ich sagen, machen wir noch einen Part. Und in dem Part kümmern wir uns dann vielleicht mal darum, dass wir nochmal so eine Maschine herstellen und uns dementsprechend irgendwo einen Platz schaffen, dass wir das auch machen können. Weil ich möchte im Grunde für jedes Bauteil, auch wenn es vielleicht wieder der ein oder andere verrückt findet, aber ich möchte für jedes Bauteil eine Maschine haben. Und da müssen wir halt langsam anfangen. Einschalten bitte. Gut. Ansonsten soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.